Sie sind seit gut 9 Jahren Bürgermeister der Gemeinde Rangsdorf. Und ebenso kann man sagen, seitdem auch mit dem Landkreis vertraut. Mit dem Landkreis bin ich schon länger vertraut, weil ich war ja ehrenamtlicher Bürgermeister und hatte ja mit denen zu tun. Mindestens also seit 9 Jahren. Wie sehen Sie den Landkreis aufgestellt? Der Landkreis ist wirtschaftlich eigentlich gut aufgestellt. Er hat leider in den letzten Jahren aus den verschiedensten Gründen eine ganze Masse Schulden angehäuft und die bedrohen die kommunale Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit der einzelnen Städte und Gemeinden. Wo sehen Sie denn die Stärken des Landkreises? Die Stärke ist unzweifelhaft die wirtschaftliche Kraft des Landkreises. Wir haben also viele Großunternehmen hier im Kreis und haben eine relativ niedrige Arbeitslosenquote, insbesondere im Nordkreis. Also das sind schon die Stärken. Trotzdem ist es leider so, dass trotz der Stärke der Landkreis finanziell ganz große Probleme hat. Wo sehen Sie da die Ursachen? Das gibt verschiedene Ursachen. Wirtschaftsförderung kostet Geld. Man hat dann auch im Kreistag irgendwann nicht angefangen zu sparen, was man hätte machen müssen. Es gibt heute noch Geld mit großer Freude aus. Es ist natürlich auch einfacher, mal Geld irgendjemandem zu geben, als irgendwo zu kürzen. Natürlich ist es so. Und das ist eine der Ursachen. Das Land Brandenburg hat die Gemeindefinanzierung gekürzt und das hat natürlich auch den Landkreis betroffen und viele andere Dinge. Hat sich das, sagen wir mal, nicht nur in der Kreisverwaltung, sondern auch im Kreisparlament nicht als Problem herausgestellt? Es ist schon ein Problem, aber ich denke, es ist noch nicht angekommen bei der Mehrheit. Das ist das große Problem. Man winkt bestimmte Förderprogramme eben einfach durch, ohne zu fragen, hat das eine nachhaltige Wirkung für den Landkreis? Also ist das so, dass man da auch langfristig wirtschaftliche Vorteile von hat, ohne jetzt zu über, dann, also da sollte man untersuchen, ob man wirtschaftlichen Vorteil hat und nicht einfach bloß das Geld ausgeben, weil da ein Verein ist und sagt, wir brauchen das jetzt. Also welchen Herausforderungen sehen Sie sich denn jetzt ausgesetzt als Kandidat für den Landrat? Die Herausforderung ist einfach, den Leuten zu sagen, wie es ist. Also keine Versprechungen zu machen, sondern ohne Tabus wird man alles überprüfen müssen, alle Einnahmen, alle Ausgaben, auch die Verwaltungstätigkeit und wird gucken müssen, dass man dem Landkreis wieder finanzielle Handlungsfähigkeit gibt und erst dann kann man drüber reden, ob man wieder irgendwelche Projekte oder irgendwelche anderen Dinge macht. Aber mit Sparen allein wird es doch nicht gehen. Mit Sparen geht eine ganze Masse. Das ist das eine und man muss ja auf unterschiedlichen Ebenen dann sparen. Natürlich muss man auch gucken, ob man die Einnahmen erhöht. Ja, wir haben also verschiedene, man muss gucken, ob die Volkshochschule, ob die Kreismusikschule, ob das Schullandheim in Dobrikow und viele andere Dinge, die wir haben, ob man da nicht kostendeckende Gebühren erheben kann und dadurch dann natürlich auch mehr Einnahmen erzielt. Man muss auch gucken, ob man durch verschiedene Nachkontrollen im Umweltschutzbereich zum Beispiel auch Gebühren einnimmt. Ja, also zum Beispiel haben wir ja noch viele dezentrale Entsorgungen. Sind die Gruben dicht? Das ist Umweltschutz. Da ist natürlich zu gucken, ob man da das Umweltamt einsetzt und die untere Wasserbehörde und das Bauordnungsamt, dass die da durchgreifen und versuchen, da auch im Umweltschutz was zu machen, was einnahmeseitig natürlich auch den Landkreis wieder dann zugutekommen würde. Gibt es aus Ihrer Sicht eine funktionierende Wirtschaftsförderung? Es gibt eine funktionierende Wirtschaftsförderung, auch wenn man sie derzeit umstellt. Das ist ja nicht an den Namen geknüpft der Wirtschaftsfördergesellschaft, sondern sind ja die Leute, die da agieren. Und wir haben schon eine Wirtschaftsförderung. Problem ist derzeit, dass jeder so seinen Teil macht im Landkreis und es fehlt seit geraumer Zeit eine koordinierende Hand. Auch verständlich, weil der Landrat hat ja massiv versucht, sich im Denkmalschutzbereich stark zu machen, ist deshalb dann auch angegriffen worden, hat deshalb die Ermittlungen gehabt der Staatsanwaltschaft und seitdem ist natürlich da an verschiedenen Bereichen im Naturschutz, im Denkmalschutz oder so, da gibt es nicht mehr viel, was da von der Verwaltungsleitung entschieden wird, weil man folgt dem, was der Bürokratismus vorgibt. Und das ist da manchmal extrem. Beim Blick auf den gesamten Landkreis machen sich, denke ich mal, ganz sicher strukturelle Unterschiede wahr. Wie sehen Sie da einen Ausgleich? Der Ausgleich für den gesamten Landkreis ist nicht unbedingt Aufgabe des Landkreises. Wir haben über die verschiedenen kommunalen Finanzinstrumente sowieso einen Ausgleich, weil die Kreisumlage ja nach der Steuermesskraft geregelt wird. Und ansonsten ist für gleiche Lebensverhältnisse zu sorgen eigentlich Aufgabe des Landes Brandenburg. Und hier ist der beste Ausgleich des Landes Brandenburg wäre die Kürzung im Gesamtsteueraufkommen von
20% hat man 2003 gemacht, wieder aufzuheben und wieder den Gemeinden 25% vom Gesamtsteueraufkommen zu geben. Würde es allen viel besser gehen. Aber man hat hier einfach einseitig zulasten der Kommunen im Land gespart. Wenn Sie als Landrat im Kreisparlament sich etwas vorgenommen haben, wie sehen Sie da die durch die unterschiedliche Stimmenanzahl? Wie sehen Sie sich dort? Da sehe ich weniger ein Problem, weil es geht um die Sacharbeit. Was ich allerdings für nötig halte, ist, dass man das Kreisparlament viel mehr in verschiedene Entscheidungen mit einbeziehen muss. Das heißt, auch in die Frage, was ist nötig finanziell zu machen? Also welche Kassenkredite haben wir, viele andere Dinge. Wir haben ja eine Haushaltsgenehmigung für den Haushalt 2012 mit verschiedenen Auflagen des Innenministeriums. Solche Dinge, wie die abgearbeitet sind, ich denke, da muss zu jeder Kreistagssitzung berichtet werden, schriftlich und mündlich. Weil die Kreistagsabgeordneten müssen wissen, wie die Auflagen abgearbeitet werden. Sie sollen darüber Kenntnis haben und sollen selbst Entscheidungen auch treffen können. Und dazu muss man Informationen haben, wo stehen wir. Die Jahresabschlüsse müssen vorliegen, die Kassenkredite müssen bekannt sein und viele andere Dinge. Und das regelmäßig. Transparenz also? Transparenz. Einbeziehung der Kreistagsabgeordneten und ich denke, dann kommt man auch zu einer guten Sacharbeit. Bei den Fragen, die jetzt anstehen, die Wahl soll direkt erfolgen. Welche Chancen sehen Sie da, die in der Direktwahl selbst liegen? Also die Direktwahl hat erstmal die Möglichkeit, die Bürger zu mobilisieren. Und ich habe es, auch im Internet steht es ja auch so drin, habe es auch woanders schon gesagt, ich habe ein Programm aufgestellt und wenn die Bürger es wollen, können sie mich wählen. Und wenn sie das Programm nicht wollen, gut, dann ist es so. Es ist etwas radikal, aber ich denke, so ein radikaler Ansatz muss sein für den Landkreis, damit nicht unsere Urenkel nachher noch die Schulden bezahlen müssen, die da irgendwo sind. Und wenn die Bürger mich nicht wählen, gut, dann ist es so. Da habe ich also weniger ein Problem. Positiv ist bei der Direktwahl, dass natürlich Themen dann auch nochmal in die breite Öffentlichkeit gehen und die Bürger selbst entscheiden können, wem sie als Landrat haben. Aber am Engagement wird es nicht liegen. Hoffe ich. Ich denke schon, dass wir sind ja alles die Kreisvorsitzenden, die jetzt kandidieren. Und vielleicht kommt noch ein ehemaliger Kreisvorsitzender bei den Parteien mit zu. Und ich denke, dass wir da uns schon einen sachlich fairen, aber harten Wahlkampf liefern werden. Bis zum 24.03., das ist wohl der Wahltermin. Ist der Wahltermin. Was haben Sie dort vor? Vor allen Dingen an vielen Stellen mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Also wir werden vor Ort Veranstaltungen organisieren, werden auch uns hinstellen an verschiedenen, also wo mehr Leute sind, auf Marktplätzen oder so, um versuchen mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen zu den Themen, die eigentlich anstehen. Und die Themen, wenn Sie noch Chancen sehen, sich zu informieren, ist auf der Internetseite? Auf der Internetseite unter www.fdp-teltow-fleming zusammengeschrieben.de ist das Programm mit drauf und die Handlungsschwerpunkte, die ich setzen will. Und ansonsten werden wir dann auch natürlich noch mal ein bisschen was verteilen oder mit da haben, wenn wir bei den Ständen sind, dass auch jemand was mitnehmen kann. Also viel Erfolg beim Gespräch mit dem Bürger. Danke.